aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir sind hier kurz nach der Unfallstelle angehalten, setzen unseren Weg mal fort. 283 Kilometer haben wir noch vor uns und ich meine, mich erinnern zu können, dass wir nach Stockholm wollen. So. Schon wieder 30 Sätze ohne Punkt und Komma gelabert. Über manche Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, könnte ich mich aufregen. Ich meine, ich habe mit Sicherheit nicht in allem recht. Und zwar gibt es aktuell, erzähle ich euch, wir haben mehr Zeit, bei Facebook so diesen Post, so von wegen Deutschland und so weiter, Quatsch, Österreich und so weiter, schließen die Schulen, machen dies, machen jenes und so weiter. Na, ihr wisst, in Sachen Corona. So. Und in Deutschland wird der Rundfunkbeitrag erhöht. Mhm. Meint dann eine Bekannte von mir, ja, in Deutschland werden die Schulen ja auch geschlossen. Ja, jetzt werden sie geschlossen. Aber nichtsdestotrotz, ja, sag ich, wo ist jetzt dein Problem? Du, sie hätte es nicht, ich sag, sie hat es nicht verstanden. Ja doch, aber sie mag diese Hetze nicht. Was für eine Hetze. Wir haben das größte Chaos. Man hätte damals, als der erste Fall aufgetreten ist, die Grenzen dicht machen können oder zumindest sagen können, okay, alles das, was aus China kommt, erstmal ab in Quarantäne oder sonst was, um das einzudämmen. Nein, man schleppt die ganze Scheiße ins Land. Fürs Volk wird nichts getan. Es gibt Gegenden, wo es mittlerweile nur noch Lebensmittel auf Zuteilung gibt. Das weiß ich von einer Bekannten, die wohnt in einem solchen Gebiet. Ja, das ist dann das, was sie für das Volk tun. Und im größten Chaos guckt ja keiner drauf. Da wird mal die Zwangsabgabe angehoben, die ja nicht mal eine Steuer ist, die rechtlich illegal ist und so weiter und so fort. Ja, und das nennt sich dann Hetze. Das hat nichts mit Hetze zu tun, Leute. Das ist immer so. Wenn die was durchboxen wollen, wenn es ums Abzocken geht, dann sind sie schnell. Aber wehe, es soll was fürs Volk getan werden. Na, sei es jetzt in diesem Fall, dass man mal rechtzeitig reagiert hätte. Jetzt brauche ich nicht mehr reagieren. Es ist zu spät. Hey, und sowas, solche Kommentare dann, ganz ehrlich, das regt mich auf. Mal ein bisschen nachdenken. Aber vielleicht zahlt sie gerne diese Zwangsabgabe. Und vielleicht ist sie auch zufrieden mit der momentanen Situation. Ja, dass die halbe Welt an diesem scheiß Virus krepiert. Nee, also ganz ehrlich, sowas, das kotzt mich an, solche Einstellungen. Musste ich mal loswerden, sorry. Ja, und im dicksten Chaos, als wenn es nichts anderes zu bedenken gäbe, da werden dann mal die Rundfunkgebühren erhöht. Für was überhaupt? Dass diese Maden ihren Hals nicht vollkriegen oder was? Von mir sehen die jedenfalls nicht einen Cent. Ich verdiene gerade mal so viel, dass nichts fändbar ist. Schön, ne? Nichts werden die von mir sehen. Irgendwann klappt der Deckel über mir zu und dann, ne? Ich finde sowas ganz ehrlich. Artikel 11, Artikel 13 haben wir. Ging darum, möglichst schnell, ohne Sinn und Verstand wurde das Ding durchgeboxt. So, jetzt wird ein neuer Virus bekannt. Kommt da und da, anstatt dass man sagt, okay, die Leute, die von dort kommen, dann erstmal in Quarantäne. Nein, alles hinein ins Land, alles rein. Macht ja nichts, wenn das deutsche Volk krepiert. Die merken ja eh nichts. Das ist, ganz ehrlich, ich sag mal, richtige Politiker, ich glaube, der letzte ist mit Schmidt gegangen. Ach, das sind doch nur noch Nasen. Merkel an erster Stelle. Es ist. Nee, sorry, also. Man, das ist jetzt, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Ich will euch die nicht aufzwingen, um Gottes Willen. Aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, so ist es doch. Ach, jetzt brauchen wir Katastrophenschutz, Bundeswehr, die da irgendwie. Ich meine, was sollen die gegen den Virus machen, wenn es angeblich keine Medikamente gibt? Können auch nicht machen. Ja, die können Lebensmittel verteilen von Haustür zu Haustür. Man, das muss man überlegen. Wir leben im Jahr 2020.
Freundin schrieb mir vor kurzem, ja, ab Montag Schulen geschlossen und Lebensmittel auf Zuteilung. In Deutschland. 2020. Das gab es das letzte Mal im Zweiten Weltkrieg. Gut, dass ihr die Folge am Montag seht und nicht am Sonntag. So, Flieger kommt rein. Ich war heute Morgen schon auf dem Friedhof. Hab überlegt, ob ich dann nicht gleich da bleiben soll. Ja, weil bei Corona überlebst du eh nicht. Naja, gucken wir mal. So, was haben wir denn gefahren bis jetzt? 5 Minuten sind weg. Geht wieder smooth voran. Ich meine, die Person muss unsere Regierung unheimlich lieben. Die tut so viel fürs Volk. Ein Scheißdreck tut die. Könnt ihr euch daran erinnern? Es gab ja, ich weiß zwar nicht wo, angeblich eine Steuersenkung, dass der Bürger mehr Geld hat, so 1 Euro im Monat oder so ähnlich. Wie lange hat's, ich meine mal abgesehen davon, dass du es sowieso nicht merkst, aber wie lange hat's gedauert, um das durchzusetzen? Mindestlohn und so weiter, wie lange hat's gedauert? Aber wenn es da geht, darum geht, irgendwelche Beiträge zu erhöhen, da sind sie schnell. Wie gesagt, diese ganze GEZ-Kacke, das ist sowieso, hatte ich schon mal in einem Video erwähnt. Müssen wir gucken. Die GEZ bzw. der Rundfunksbeitragsservice ist eine ganz normale Firma. Es ist keine Behörde. So, wo haben wir jetzt Rechtswidrigkeiten? Zunächst eure Stadt, euer Dorf, die Gemeinde, die Stadtverwaltung, Einwohnermeldeamt. Wir haben die Datenschutzgrundverordnung und trotzdem schaufeln diese Behörden deine Daten an den Rundfunksbeitragsservice. An eine Firma. Dann gibt es diesen Rundfunkstaatsvertrag, den ich für mich persönlich noch nie gesehen habe, den ich nie unterschrieben habe. Im Grundgesetz steht, Dritte dürfen für dich keinen Vertrag abschließen. Unsere Politiker haben hier aber einen Vertrag für dich abgeschlossen. So, zahlst du den Kram nicht, gehst in den Knast. Einmal abgesehen davon, wer guckt den Scheiß noch? Ich habe auch schon mal gesagt, ja, damals, als ich noch zur Schule ging, lange, lange ist es her, da gab es in den dritten, ja doch in den dritten hauptsächlich, das Schulfernsehen, WDR-Schulfernsehen, NDR und so weiter und so fort. Da hatten unsere Lehrer dann Sendungen aufgezeichnet, die wir uns dann in der Schule im Unterricht dann angeschaut haben. Sowas, ja, oder später dann auch die Wissenschaftsshows, wo man was draus lernen konnte. Das war so der Bildungsauftrag. Wo bilden die denn heute noch? Nicht mal bei Löwenzahn lernst du mehr was. Das war mit Peter Lustig auch noch anders. Das ist kein Bildungsauftrag. Und dafür kassieren die Unsummen. Jeden Tag 30 Dings. Nee, was haben sie mal gesagt? Du kannst theoretisch, wenn du willst, jeden Tag mindestens 2 Krimis gucken. Jeden Tag. Wer will das letztendlich alles? Das ist kein Fernsehprogramm mehr. Und dafür kassieren die Geld. Mehr Wiederholung als alles andere. Und sollen sie sich aus Werbung finanzieren. Das tun sie ja zusätzlich auch noch. Dann teilweise, wenn du siehst, was welche berichten, diese gecasteten Shows, wenn du denen nicht nach der Mütze sprichst, dann wirst du in so eine Show nicht eingeladen. Gibt's genug Beispiele für. Dann gibt's bei YouTube ein Video, wo die Merkel gesagt hat, naja, der Rundfunksbeitragsservice ist freiwillig zu bezahlen.
trotzdem wirst du gezwungen. Was stimmt hier nicht? Das ist hier eine hochpolitische Sendung. Aber das ist mal wirklich mal so meine Kritik an dem Ganzen. Ja, und dann in der dicksten Krise, die wir im Moment haben, da wird dann mal beschlossen, ach, wir nehmen mal mehr Kohle. Merkt ja keiner in dieser Situation aktuell. Wird schon keiner drauf achten. Merken es dann frühestens im nächsten Jahr, wenn mehr Kohle vom Konto runtergeht. Was ist denn da passiert? Oh, das ist angehoben worden. Wann denn? Davon wissen wir ja gar nichts. Ach so, dann dieses Gutachten von wegen, das ist alles rechtskräftig. Der Richter, der das beschlossen hat, hat ein Gutachten angefordert. Wer hat das Gutachten geschrieben? Sein Bruder. Finde den Fehler. Das, ganz ehrlich, das ist so korrupt, das System hier in Deutschland. Das ist unglaublich. Auch jetzt, da müssen die Firmen die Leute in Kurzarbeit schicken oder sowas. Ja, toll. Ach so, genau. Übrigens aus eigener Quelle. Hier eine Bekannte von meiner Mutter. Deren Sohn hat sich mit diesem dummen Virus infiziert. Was sagt die Mutter? Ja, er muss zu Hause bleiben. Er hat also quasi Ausgangssperre. Der Rest der Familie, Vater, Mutter, ich weiß nicht, ob er noch Geschwister hat, aber Vater und Mutter dürfen raus. Hallo? Die leben mit dem zusammen. Die sprechen mit dem, die sind dem nahe, die berühren den, geben dem vielleicht die Hand, umarmen ihn und so weiter und so fort. Und die dürfen raus. Was passt hier nicht? Wenn man da mal so drüber nachdenkt, was hier in Deutschland falsch läuft. Vielleicht wären die Länder seinerzeit so gewesen und gesagt, okay, da und da ist das aufgefallen. Alles, was von China kommt, entweder in Quarantäne oder eben gar nicht erst rein. Dann wären wir heute jetzt nicht da, wo wir jetzt sind. Und der Politik ist es scheißegal, was da passiert. Dieses blöde Gelaber von der... Egal. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Eine richtig aufregende Sendung. Wir parken aber noch gescheit ein. 12 Minuten. Wir haben die Zeit noch. Wo müssen wir denn hin überhaupt? Ach. Da hinein. Mhm. Ach ja, so, ich hoffe, ihr nehmt mir diese Sendung jetzt nicht übel. Aber ich ganz ehrlich, musste das mal loswerden, weil sowas kann ich ja gar nicht, ne? Aber wahrscheinlich denke ich zu viel nach. Das ist das Problem. Okay, komm, lassen wir uns so stehen. Scheiß der Hund drauf. Ja, in diesem Sinne soll es das für heute auch gewesen zu sein. Was für Schäden? Ich habe keine Schäden gemacht. Okay, wie dem auch sei. Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Schaut auf meinem Twitch-Channel rein, da mache ich dann auch ab und zu mal was. Und ansonsten sehen wir uns morgen früh frisch und gesund an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.